Alles neu macht der Mai. Und hier haben wir eine weiße Zelda und eine ziemlich mampfende Zelda. Herzlich willkommen also zu einem neuen Gehege-Update von eurer Miyuki, von Zeldas allerbeliebten Gehege. Die ist gerade beschäftigt. Ich fand die Szene nur so lustig und ich werde euch gleich erläutern, was hier alles so passiert ist. Eigentlich sollte diesen Montag ein anderes Video von mir hochgeladen werden. Und zwar über Hamsterhaltung im Sinne von die richtige Käfighaltung, weil die Käficharten, die es da so gibt. Momentan habe ich Probleme, da so voranzukommen und deswegen ziehe ich das Gehege-Update, wonach schon gefragt wurde, vor. Ich fange mal bei der Etage an. Zelda ist ganz schön interessiert. Wir haben gerade 4 Uhr mittags. Sie hat eine kleine Wachphase gehabt und erkundet gerade alles. Hallo! Eine Kamera. Oh mein Gott. Ja, okay. Also, das hier, das ist der Baumstein, der einst mal mit ganz viel Korn oder irgendeinem Mais irgendwas voll war. Ich habe ja schon gesagt, ich schmeiß solche Sachen. Ja, Zelda, ich weiß, du bist handgeil. Willst du hier drauf? Nee, doch nicht. Jetzt tut sie so. Okay. Auf jeden Fall schmeiße ich alte Sachen nicht weg. Und das habe ich jetzt... Ja, ich weiß. Ich habe dich auch lieb. Und auf jeden Fall habe ich das jetzt mit normalem Kräuterwiesenheu gefüllt. Wie man auch sehen kann, richtig fest. Hier drin sind ein paar Mehlwürmer, also getrocknete Mehlwürmer, damit die was zu tun hat und sich das rausholt. Sie war dementsprechend auch... Ja, ich weiß. War schon dementsprechend sehr interessiert daran. Und scheint es auch jetzt gerade noch zu sein. Oder guckt einfach nur süß in die Kamera hinein und verschwindet wieder. Aber auf jeden Fall fand ich das eine gute Idee zur Beschäftigung des Tieres. Und sie nutzt sich auch gerne daran die Zähne ab. Und dann haben wir hier das Kali Wonderland Laufrad. Viele schreiben mich auf Facebook an, wo... Zelda, komm mal hier hin. So, komm. Ah, nein, nicht in meinen Ärmel rein. Wo ich das Laufrad denn her habe. Das ist immer noch von Zooplus, da kriegt ihr das am günstigsten. Natürlich könnt ihr das auch in halbwegs guten Zoohandlungen erwerben, aber da würde ich mal sagen, ist der Preis doch ein wenig höher. Funktioniert immer noch, super leise, ist gerade frisch gereinigt, denn die Urinreste, da das Laufrad beschichtet ist, also von mir lackiert, mache ich natürlich immer weg. Muss man. Dieser kamerageile Hamster ist sowas von unnatürlich und die klettert, guck mal, die ist... Nein, jetzt tut mir leid, jetzt ist sie sogar hier auf die Kamera geklettert. Nichts ist passiert, Leute, keine Angst. Aber auf jeden Fall ist das jetzt da fertig, die Ebene haben wir jetzt. Ich muss jetzt hier weitermachen, sonst geht mir Zelda so auf den Keks. So, und dann, bleib bitte da. Bleib da, bitte. Ja, okay. Ich danke euch für 2000 Abos. Das sagt die bestimmt hier. Hier haben wir Zeldas Keramik-Wassernapf. So, die haben mit dieser seltsamen Schräge. Leistet immer noch gute Dienste und ist super. Zelda kommt auch gut, obwohl der Napf erhöht ist, ran. Ich habe da keine Sachen mit, ich wecker da auch nicht drum, also ist super. Sag, du bist doch, komm her, du wolltest doch hier hin. Bitte, das war einmal Hamsterlift. Ja, hier ist ihre Kloecke. Da macht sie auch immer rein, das mache ich immer sauber, zwar nicht jeden Tag, heißt also ganz auswechseln, sondern wenn dann eben halt was Klumpiges drin ist, hole ich das raus und erneuere nicht das gesamte Sand. Dann gehen wir jetzt hier runter. Hier ist eine ganz neue Erneuerung im neuen Mai. Hier gibt es nämlich keine kletterartigen Pilze mehr. Hier habe ich jetzt eine neue Weidenbrücke. So heißen die Dinger überhaupt, falls jemand in den Kommentaren fragen sollte. Weidenbrücke angebracht. Die verläuft hier zu unserem Podest. Und man könnte das schon aus der Kameraperspektive sehen. Das sieht hier so ein bisschen wackelig aus, ist aber fest. Also wenn der Hamster hier sich wälzt, kein Problem. Zelda geht auch immer hier hinter. Ich mach das mal eben hier ab und knabbert da an den Enden. Das sieht auch richtig schön zerfressen aus. Die mag das Holz total und deswegen knabbert die das halt auch an und man kann halt nichts dagegen machen, weil das Nagetiere sind. So, und hier, wer hätte es gedacht, Zelda in ihrem Element und zwar zerstören. Sie will irgendwann die Weltherrschaft an sich reißen. Nein, natürlich nicht. Das ist eine Knabber-Ehre, die ich ihr da so befestigt habe. Ich habe ja schon öfters gesagt, dass ich sowas gerne mache. Irgendwo daran befestigt, damit der Hamster sich das schön erarbeiten kann, anstatt dass ich es einfach in den Käfig lege. Darunter haben wir dann normales Wiesenheu weiterhin. Habe ich einfach reingelegt zum Nestmaterial. Da brauchst du gar nicht so fasziniert gucken. Fürs Nestmaterial kann sie sich auch schön graben.
Und dann haben wir hier auch noch den Tunnel. Jetzt ist übrigens hier mehr Platz drin, also als wenn jetzt die Pilze hier stehen würden, so liebevoll, wie ich sie nenne. Hier haben wir den Heutunnel, der hat auch schon seine besten Tage hinter sich. Und dann haben wir da ganz hinten, ich weiß gar nicht, ob man das so gut durch das Licht jetzt hier erkennen kann. Ja, da hinten haben wir dann einmal ihr Cleverin von Charlie Wonderland. Hat auch seine besten Tage hinter sich. Ist jetzt, glaube ich, einen Monat in Gebrauch. Aber wie ihr beim Review gesehen habt, total... Also ich sage nichts, es ist nur eine Sache für einmal und gut ist. Ich werde mir entweder jetzt bei einer anderen Marke so ein Labyrinth holen, weil Zelda sich super da drin ihren Bau baut. Und das auch unheimlich gerne nutzt. Aber wie gesagt, die hat schon die ganzen Enden da angeknabbert. Das löst sich immer auf und ich habe Angst, dass das Teil einstürzt. Deswegen, wer sich davon kein Bild machen kann, der möge bitte mein Review dazu gucken. Da baue ich das Teil ja zusammen und darüber, nee, sieht man von der Seite nicht, ist halt eine Kokosnussschale. Die habe ich einfach so darüber gelegt, weil ich das schön fand und die versteckt sich da auch sehr gerne drin. Und sie kommt allgemein auch nur aus dem Loch raus, nicht aus dem. Die geht immer da rein und kommt immer da raus. Und gegraben hat sie auch, sehr fleißig. Deswegen ist auch hier alles drunter gegraben. Und was ich gerade mit zerstören meinte, ist halt, dass sie schon einige Enten hier angefressen hat und die gehören jetzt der Vergangenheit an. Da kann man nichts gegen tun, macht der Hamster halt, weil das halt so ganz dünnes Sperrholz ist oder wie man das auch immer nennt. Kein Wunder. Ja, und der geht's gerade super gut, interessiert sich jetzt absolut nicht. Zelda, du weißt schon, dass das heißt, dass du heute Abend nicht mehr so viel zu fressen kriegst. Dieser kleine Fellpo, der ist so niedlich. Sie ist jetzt vollkommen abgelenkt. Ach ja, Leute, das war's jetzt mit dem Gehege-Update für Mai. Es kam halt so spät, ich hatte andere Sachen geplant und jetzt kommt auch noch die Tiermesse. Da kommt ja auch ein neues Video. Ich hoffe, das Käfig-Video kriege ich nächste Woche endlich mal fertig. Das ist immer eine Menge Arbeit, wenn man sowas erstellt. Aber ich bedanke mich nochmal herzlich hier für 2000 Abonnenten, über 2000 Abonnenten. Das ist, glaube ich, 2030 oder so. Aber trotzdem, es ist immer unglaublich, wie toll ihr meine Arbeit findet. Und ich finde euch toll und ihr findet mich toll. Und wir finden uns einfach alle toll. Und Zelda ist der süßeste Hamster auf der Welt, der so kamerageil ist. Und hiermit verabschieden wir uns für diesen Montag und sagen auf Wiederschauen. Du kannst nicht anders als süß sein, oder?